Lose control. Hallo und herzlich willkommen bei User Control. Ich bin der Gary und endlich gibt es mal wieder ein neues Video. Habe ich wieder mal Zeit. Ihr wisst es wahrscheinlich, zumindest jene, die meine Videos sich immer angucken. Ich war jetzt unter der Woche nie zu Hause. Ja, und daher hat es uns sehr, sehr wenige Videos gegeben, ja, weil es ist einfach der Grund, Leute, wenn man die ganze Woche nicht zu Hause ist, muss man am Wochenende das erledigen, ja, was man sonst unter der Woche oft erledigen kann, und da bleibt halt sehr wenig Zeit, ja, für Videos. Und ja, man muss ja irgendwann einmal ein bisschen leben auch, ja, also ein bisschen Freizeit muss man natürlich auch genießen, soweit das möglich ist, wie in Tagen wie diesen. Und da gibt es aber eigentlich schon ein kleines Projekt, ein Video, was ich mir schon länger vorgenommen habe, ja, was aber aufgrund dessen, weil ich eben nie zu Hause war, eben bis jetzt nichts geworden ist, und jetzt ist es endlich soweit. Ja, denn ich habe mir überlegt, so einen kleinen Basic-Kurs zu machen, aber ihr wisst ja, ich bin Commodore-Fan, ja, muss man ja so sagen, also Fanboy, ja, sehe sicher die Cs in meinen Augen. Nicht für den C64, denn da macht im deutschsprachigen Raum schon ein Video dazu und ich finde, der macht das super toll. Und da muss ich nicht auch eines machen dazu, sondern zum C128, also Basic V7. Ja? Und weil da gibt es eigentlich sehr wenig, es wird interessanterweise sehr wenig für den 128er gemacht. Ja, was ich auch nicht ganz verstehe, denn der hat sich nämlich auch 4 Millionen Mal verkauft. Ja, zumindest laut Wikipedia. Und das ist nämlich sehr erstaunlich, diese Verkaufszahlen, aus zwei Gründen. Erstens ist es nämlich so, der 128er war, als er auf den Markt gekommen ist, ja, eigentlich schon überholt. Ja, denn zu diesem Zeitpunkt, der 128er ist ja noch ein 8-Bit-Computer, aber zu diesem Zeitpunkt, ja, waren ja schon Computer auf dem Markt wie der Amiga, der Atari ST, der Macintosh. Und die sind ja den 8-Bit-Computern, ja, bei weitem überlegen. Ja, das ist ja gar kein Vergleich, abgesehen davon, dass das natürlich Rennmaschinen sind. Ja, im Vergleich zu den 8-Bit-Computern, ja, sind sie soundtechnisch, grafiktechnisch, ja, denen bei weitem überlegen gewesen. Ja, und das macht sehr erstaunlich, ja, dass sich der trotzdem noch 4 Millionen Mal verkauft hat, ja, der 128er. Und der zweite, ja, und das macht diese Verkaufszahlen eigentlich auch noch sensationell, ist, wenn man es mal mit diesen MSX-Computern vergleicht. Ja, MSX-Computer, das war ja ein Standard, ja, um eine Plattform zu haben, ja, wo die Computer untereinander kompatibel sind. Also ähnlich, ja, wie wir es heute von Windows kennen. Ja, denn es gibt ja verschiedene Hardware-Hersteller, ja, zum Beispiel CPU, Intel, AMD, ja, Grafikkarten, ja, Nvidia, AMD, jetzt kommt Intel noch dazu. Und trotzdem ist das alles zueinander kompatibel. Das war ja früher nicht so. Weil was auf einen Skinkler gelaufen ist, ja, ist mit Sicherheit auf keinen Atari 800 gelaufen und auch auf sicher auf keinen Commodore. Ja, und diese MSX-Computer hätten ja das umgehen wollen, indem man eben diesen Standard hat, und mehrere Firmen können darauf ja, ihre Computer aufbauen. Und obwohl die von mehreren Firmen gebaut worden sind, haben sie sich insgesamt auch noch auch nur 4 Millionen Mal verkauft. Ja, also genauso wie der 128er. Und das macht diese Verkaufszahlen wirklich erstaunlich. So, die große Frage ist, was braucht ihr, ja, wenn ihr diesen kleinen Einsteigerkurs mitmachen wollt? Ja, ich weiß nämlich noch nicht, wie weit wir ihn treiben werden. Ja, aber werden wir sehen. Naja, ja, ihr müsst eine Voraussetzung mitbringen, und zwar, ihr müsst schon den Computer bedienen können. Ja, also das heißt, ihr müsst schon wissen, wie man, ja, Zeichen eingibt, wie man
ja, Zeichen löscht, ja, wie man Zeichen einfügt. Ja, also solche Sachen solltet ihr schon können. Ja, und vielleicht auch, wie man ein Programm speichert und wie man es laden kann oder wie man Diskette formatiert. Dazu werden wir aber im Kurs eh nochmal genauer eingehen, was man da so alles machen kann, mit was für Befehlen. Ja, also was wie Safe oder Load oder Header, das solltet ihr schon kennen. Ja, das könnt ihr alles ja in Bedienungshandbuch nachlesen, in dem hier. Und wer sowas nicht hat, ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Obwohl böse Zungen behaupten, ja, weil man eingibt Commodore 128 Bedienungshandbuch, ja, PDF, ja, dass man das angeblich runterladen kann im Internet als PDF. Aber wie gesagt, ja, das sind halt wieder die bösen Zungen, ne? Die behaupten ja viel. Ja, was ihr braucht dazu, ja, das muss ich auch noch dazu sagen, na, entweder habt eine Originalmaschine wie ich, ja, das ist eine Möglichkeit, ich habe einen 128er DCR oder halt einen Emulator. Ja, ich selbst werde es am Emulator machen. Ich wollte es ursprünglich eigentlich am Originalcomputer machen, aber das habe ich dann wieder verworfen. Erstens ist so, diese Flachbildschirme, und das ist natürlich dann auch bei der Ketchupkarte, die machen halt nicht so ein schönes Bild. Da sind immer so leichte Streifen drin. Die haben halt so ihre Probleme. Das haben natürlich Röhrenmonitore nicht, und daher wäre das Bild nicht so schön. Das zweite ist, der 80-Zellen-Modus, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, die Ketchupkarte erkennt zwar den 40-Zellen-Modus, ja, aber 80-Zellen-Modus gar keine Chance. Ja, machen, was man will. Und daher werde ich es auch am Emulator machen. Was für einen Emulator ihr dabei benutzt, ja, das spielt keine Rolle, ja, denn 128 ist 128er. Die gibt es ja für verschiedene Systeme, für Windows, ja, Macintosh, glaube ich, gibt es auch welche. Also ja, für die Apple-Computer und auch, glaube ich, für Linux gibt es einen. Ja, also wenn ihr euch die runterladet und installiert, ja, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Wie gesagt, ich werde es am Emulator machen. Und ich zeige euch jetzt auch schon das Layout, das ich dazu entworfen habe, und möchte dazu auch natürlich noch ein paar Worte sagen, warum ich das so mache, ja, und warum wir das später dann ein bisschen anders machen werden. Also zeige ich euch das neue Layout dazu. Also bis gleich. So, und hier seht ihr es auch schon. Ja, also so sieht das Layout aus, ja, für diesen Kurs. Ja, das ist hier der Emulator. Und ihr seht hier im oberen Bereich, ja, das muss ich da machen, den Bildschirm. Ja, ich benutze hier jetzt den 80-Zellen-Modus. Ja, der bietet sich halt sehr gut an zum Programmieren. Ja, weil er halt mehr Platz bietet als der 40-Zeilen-Modus. Später werden wir allerdings in den 40-Zeilen-Modus wieder zurückkehren müssen. Ja, übrigens, wenn ich oft nach oben gucke, ja, das ist nicht, weil ich die Augen verdrehe, sondern ich habe hier zwei Bildschirme, ja, aber, und die sind übereinander. Ja, am unteren habe ich jetzt den Emulator laufend, am obersten läuft OBS, nicht Opus, ja. Und da muss ich natürlich hier darauf gucken, ja, um zu kontrollieren, wie die Aufnahme ist. Ja, hier herunten, ja, seht ihr dann noch die Tastatur, die habe ich euch mit eingeblendet, ja, für den Fall, dass einer nicht weiß, ja, was ich da genau für Tasten drücke. Ja, und dann rechts, ja, seht ihr User Control Basic 7, und darunter werdet ihr immer, ja, so im Groben sehen, was es in diesem Video geht. Ja, also hier seht ihr schon Rechnen, Variable, Print. Ja, das ist so das erste Video, das wir machen müssen. Ja, weil das muss man mal erklären. Das werde ich aber eh wesentlich sehr kurz halten, weil es nämlich ganz einfach so ist, ja, dass ja, das ist ein bisschen langweilig, und ich finde, da kann man sehr vieles, ja, während wir den im Kurs für den, ja, Einsteigerkurs halt voranschreiten, ja, wesentlich besser erklären, weil man gleich Beispiele hat. Daher werden wir das hier so kurz wie möglich halten. Und außerdem ist das halt, naja, auch viel Theorie, und das ist halt trocken. Ja, das Ganze, und ich werde das auch nur so weit erklären, ja, soweit man es als Einsteiger mal
braucht. Ja, genau, das kann man dann auch mal im Handbuch nachlesen. Warum habe ich gesagt, wir werden später wieder auf den 40-Zeilen-Modus zurückkehren? Das ist nämlich relativ einfach, ja, denn sowohl der 80-Zeilen-Modus als auch der 40-Zeilen-Modus haben beide einen Haken. Ja, wir können ja in 128er das machen. Ja, also ready, ja, dieser Befehl schaltet ja, den Prozessor auf die doppelte Geschwindigkeit. Ja, statt 1 Megahertz läuft er dann mit 2 Megahertz. Das ist ja gleich Gigahertz gesagt, Leute. Mensch, das wäre schön gewesen. Allerdings, der Haken an der Sache ist halt nur der, der funktioniert nur in 80-Zeilen-Modus. Ja, wenn ihr den Fast-Befehl eingibt im 40-Zeilen-Modus, dann wechselt ihr automatisch auch auf den 80-Zeilen-Modus. Ja, und ja, der hat da, ja, das ist halt der Haken des 40-Zeilen-Modus, ja, dass man nicht mit doppelter Prozessorgeschwindigkeit arbeiten kann. Ja, aber auch dieser 80-Zeilen-Modus hat einen Haken. Ja, und das hat mit den Videoausgängen des 128ers zu tun. Ihr wisst ja, der hat zwei Videoausgänge. Ja, den einen, so wie ihr ihn vom C64 kennt, und einen RGBI-Ausgang. Ja, nicht verwechseln mit RGB, das ist ein RGBI. Ja, das ist so eine Sondervariante. Und das ist so, der normale Ausgang, wie ihr ihn auch vom C64 kennt, der stellt den 40-Zeilen-Modus dar. Der 80-Zeilen-Modus wird aber nur über den RGBI-Anschluss ausgegeben. Das heißt, ja, da müsst ihr den Bildschirm umschalten, ja, damit ihr da wieder ein Bild seht, weil das zwei verschiedene Ausgänge sind. Oder, ja, ich gehe ja zurzeit mit einem SCART-Kabel in den Bildschirm, ja, und ich habe ein Kabel, wo man das im Kabel umschalten kann. Ja, also da muss man halt immer umschalten. Ja, so, und wo ist jetzt der Haken am 80-Zeilen-Modus? Naja, der Haken ist nämlich der, wenn man in den Grafikmodus schaltet, ja, dann geht das wieder über den normalen Videoausgang, also nicht über RGBI. Ja, das heißt, würden wir hier jetzt ja, den Grafikmodus ansprechen, dann müssten wir den Bildschirm wieder umschalten. Und da ist es natürlich besser, wenn man auch den Grafikmodus verwendet, wenn man im 40-Zeilen-Modus bleibt. Ja, während ich sage, für den Kurs und für Anwendungen ist der 80-Zeilen-Modus sicher besser, ja, weil er übersichtlicher ist. Das muss ich natürlich für Leute, ja, weil die werde ich jetzt verwirrt haben, die etwas jünger sind und diese Zeit nicht mehr erlebt haben, ja, also die, die nicht 14 plus sind, sondern erst 13 plus, erklären, was ist ein Textmodus, was ist ein Grafikmodus, weil das kennt man ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Ja, sowas kannte ein Amiga nicht mehr, ein Atari ST, ein Macintosh nicht mehr, MS-DOS hat es das, glaube ich, auch nicht mehr gegeben, ja, dass man zwischen Grafik- und Textmodus unterscheidet. Ja, wir sind jetzt im Textmodus. Ja, und im Textmodus kann man immer nur eine Gruppe von Pixel steuern, aber nicht ein einzelnes Pixel. Ja, das heißt, wir könnten in diesem Modus jetzt nicht sagen, ja, wo jetzt zum Beispiel der Mauszeiger ist, ja, mach da mal ein Pixel rot, ja, oder blau oder gelb, das geht nicht. Ja, und die Gruppe an Pixeln, die wir mehr steuern können, das ist genau die Gruppe, ja, was so ein Buchstabe ausmacht, oder besser gesagt, ja, wo ihr den Cursor, ja, hier blinken seht. Ja. Da können wir nur die steuern. Nur im Grafikmodus, ja, können wir einzelne Pixel steuern. Ja, so wie der Haken halt vom Textmodus ist, dass wir keine einzelnen Pixel steuern können, hat aber auch dieser Grafikmodus seinen Haken. Da können wir keinen Text ausgeben. Ja, das geht nicht. Ja, also wenn ihr Spiele seht, ja, wo ein schönes Raumschiff darüber fliegt oder was auch immer, ja, und schöne Hintergrundgrafik, habt C64-Spiele, kennt man das ja, und ihr seht da Text, ja, dann ist das in Wirklichkeit kein Text, wie wir ihn im Textmodus haben, sondern dieser Text muss als Grafikmodus, im Grafikmodus definiert werden, ja. Das ist in Wirklichkeit eine Grafik, die halt dann aussieht wie Text. Das war früher ebenso. Ja, die Maschinen waren nicht so leistungsfähig, ja, um das mischen zu können. 128 ist das allerdings dann ein bisschen anders, ja. Das führt zwar jetzt schon ein bisschen zu weit, aber ich erkläre es. Da haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, weil wir können nämlich so eine Art Mischung erzeugen, ja, oberer Teil Grafikmodus, unterer Teil Textmodus, ja, das geht natürlich am 128er, und wir können im Grafikmodus auch so eine Art Fenster einblenden, aber das nicht verwechseln, ja, mit den Fenstern, wie es ja
von heutigen Betriebssystemen kennt, ja, so muss man es richtig sagen. Ja, es ist früh am Morgen, aber du hast zwei Kaffee getrunken, das ist zu wenig. Sondern das ist halt dann nur ein Feld, wo wir auch Text ausgeben können. Aber dazu später mal mehr. Ihr könnt natürlich das Ganze auch von vornherein im 40-Zeilen-Modus machen. Ja. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Mir ist halt der 80-Zeilen-Modus lieber und bin jetzt nicht so der große Zocker unbedingt. Generell nicht. Ja. Auch nicht auf den alten Maschinen. Und daher nehme ich halt meistens den 80-Zeilen-Modus. Nun gut, ja, ich hoffe, mein kleiner Kurs wird euch dann gefallen. Ja, wie weit wir den treiben, werden wir noch sehen. Ja, ich habe aber schon vor, mal so die grundlegenden Befehle durchzugehen, also nicht alle durchzuackern, sondern mal die grundlegenden Befehle, dass man Stamm hat, bisschen den Grafikmodus und so erklären, was das alles hier kann, und welche Befehle wir da zur Verfügung haben. Also das möchte ich schon alles machen und ich werde diesen Kurs aufbauen, ja, und zwar nach dem Prinzip wie ein Buch, was ich auch habe. Dieses Buch handelt nämlich auch von Basic 7, also ein Programmierhandbuch, weil das meiner Meinung nach ja eines der besten Bücher ist, ja, über Programmierung generell. Ich habe ja mehrere Bücher über Programmierung, ja, vom C64, 128, ja, von Basic Maschinensprache, am Amiga C und Maschinensprache, und die haben meistens eines gemeinsam. Sie sind zu wenig praxisbezogen und sie sind langweilig. Ja, und dieses Buch ist wesentlich spannender gemacht. Ja, also alle Achtung vor den Autoren. Darum will ich mich auch da ein bisschen daran halten. Und vor allem in diesem Buch wird das gemacht, was anderen Büchern oft fehlt. Ja, und zwar gibt es immer so, im Buch wird es genannt, Aufgaben, ich nenne es mal Herausforderungen. Ja, und zwar, es wird dann immer, wenn man was Befehle kennengelernt hat, ja, dann so ein bisschen aufgefordert, versuch mal das zu programmieren oder das zu programmieren, so kleine Programme halt zu schreiben. Und da komme ich zu einem großen Tipp, ja, den ich euch geben will, wenn ihr Programmieren wirklich lernen wollt. Und das ist im Basic genau das gleiche wie Maschinensprache oder C oder anderen Hochsprachen. Ja, denn wie lernt man eigentlich Programmieren? Ja, das eine ist mal, indem man die Befehle kennenlernt. Ja, man abgesehen jetzt davon, dass man die Programmierumgebung bedienen muss können. Ja, schöner Satz. Ja, das Problem haben wir ja nicht, ja, denn im Basic ist das die Programmierumgebung. Man muss die Befehle kennen, ja, die man halt nach der Reihe so mal kennenlernt. Ja, und man sieht sich natürlich auch immer Programmcodes an. Ja, so das Basic Maschinensprache oder C. Ja, wie haben andere etwas gelöst? Aber das, Leute, alleine reicht bei weitem nicht, um Programmieren zu lernen. Denn Programmieren lernt ihr nur durch eines, durch Programmieren. Ja, und daher ist es schon sinnvoll, ja, da war ja, finde ich, auch dieses Buch wirklich gut, wenn man halt so kleine Herausforderungen gestellt bekommt, ja, die man dann halt mal selber lösen muss. Weil genau über das lernt ihr Programmieren. Ja, indem ihr selber so kleine Herausforderungen euch stellt oder annimmt. Und diese Programme müssen ja nicht unbedingt gerade sinnhaftig sein. Ja, es müssen keine tollen Programme sein. Also braucht ihr keine Kalkulationsanwendungen schreiben, ja, oder Datenbanken jetzt oder tolle Spiele programmieren. Ja, das ist alles nicht notwendig, ja, sondern nur so einfache Programme, die ihr vielleicht später auch gar nie mehr verwendet oder braucht. Ja, und ihr könnt euch sicher sein, jeder der Programmierer, und das war früher schon so, ja, die tollen Spiele geschrieben haben, die tolle Anwendungen geschrieben haben, ja, die haben es genau mal so gemacht. Ja, die haben sich nicht die Befehle angeguckt, ja, was für Befehle gibt's, haben sich dann hingesetzt, ja, und haben schon das Killerspiel programmiert. Ja, das ist nicht der Fall. Die haben alle mal irgendwann so angefangen. Ja, und daher gebe ich euch den Tipp, ja, wenn ich euch so kleine Herausforderungen gebe, ja, nehmt die ruhig mal an, versucht das mal zu lösen und vielleicht fallen auch ja auch selber Beispiele mal ein, ja, wo er sagt, hey, das könnte ich ja mal versuchen.
Ja, das reicht oft, wenn das nur Programme sind, ja, die vielleicht 10, 20, 30 Programmzeilen haben. Und bei diesen Aufgaben, also Herausforderungen, ja, werden es auch oft nur 5 oder 6 Zeilen sein. Ja, aber genau so lernt man es. Nun gut, ja, mit diesem Video wird wahrscheinlich schon nur wenige Minuten zeitversetzt, ja, schon das erste Video online gehen. Ja, über die Programmierung. Und zurzeit bin ich ja in der Winterpause, da habe ich etwas Zeit, also habe ich Zeit, dass ich mehr Videos produziere. Ich werde es aber nicht so machen, ja, dass ich dann jeden Tag eins raushaue. Vielleicht am Anfang 2 pro Woche oder nur eines. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ja, also welche vorproduzieren, werden wir dann sehen. Okay. Ja, das war's dann mal. Ja, so ein bisschen für die Einführung, ja, dass ihr mal wisst, was auch zukommt und was er dazu so braucht. Ja, und damit möchte ich mich verabschieden und wünsche euch dann viel Spaß, ja, mit dem Basic-Kurs am Commodore 128 mit Basic V7.0.